Moin moin Leute, Tomino hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4. Und wir sind immer noch in Großbritannien und ich habe mir ein bisschen den Überblick verschafft, wie es gerade aussieht. Wir haben ja in der letzten Folge endgültig die Italiener und das Deutsche Reich geschlagen. Und damit bleibt an Großmächten wirklich nur noch Japan, insofern die Sowjeten hier nicht auf die Idee kommen, sich einzumischen. Dementsprechend möchte ich gerade mal gucken, wir haben jetzt diese drei Armeen, die auf dem Weg nach Indien sind. Dementsprechend benenne ich das gerade mal um, der Übersicht wegen. Die haben auch höchste Priorität. Diese Armee aus Spanien, also diese beiden Armeen hier, werde ich gleich zusammenziehen. Ich werde die mal hier rüberschieben. Und die, ich weiß nicht, das ist so eine Verstärkungsarmee, die wir eigentlich, naja, die können wir verschwenden, weil es nicht unsere Truppen sind, so böse es auch klingt. Die werde ich mal mit dahin schicken. Währenddessen bleibt diese eine Armee hier unten. Und soll da unten schön klären und weiter erobern. Ich stelle auch den Dingens hoch, den Angriffs, die Angriffspriorität auf aggressiv, dass die da schön durchrennen, im Idealfall. Und dann können wir die letzten hier verdrängen, endgültig. Davon abgesehen, ja, gibt es hier eigentlich keine Truppen in der Nähe. Dementsprechend würde ich jetzt schauen, wir haben hier Truppen bekommen, sehe ich gerade. Ich schicke die einfach mal da dazu. Die sollen sich einfach mal mit allem, was sie haben, so gut wie möglich hier oben sammeln bei Bordeaux. Das ist nur die eine. Na super. Kommen die ernsthaft nicht raus? Doch, natürlich kommen die hier raus. Auch ihr sollt nach Bordeaux. Ich sollte vielleicht den ganzen Trupp auswählen. Okay. Die hier schicke ich auch nach Bordeaux. Die werde ich dann mit nach Indien schicken. Und die kleine Armee sitzt jetzt halt fest zusammen mit dem bisschen von Grün. Ich glaube, die werde ich hier rüber nach Bordeaux schicken dann. Die Reserve, das sind die sind schon da drüben, okay. Dann werde ich die auch gerade mal hier rüber verschieben. Das heißt, wir behalten eine Armee hier drüben, die aus Kanada hauptsächlich besteht. Und die wird auch erstmal hier bleiben. Die soll in der Defensive bleiben und schön die Stellung halten, wenn sie hier aufgeräumt haben. Und ja, würde ich sagen, greift an, führt eure Befehle durch, überrennt den Feind einfach. Also das, was vom Feind noch übrig ist. Die anderen brauchen jetzt eh eine Weile, bis sie in Indien ankommen. Hoffen wir einfach mal, dass sie nicht versenkt werden. So, in der Zwischenzeit kann ich schon mal hier die Frontlinie fast ganz löschen, weil, naja, das hier oben interessiert uns halt nicht. Das ist Polen immer noch. So, da haben sie schon fast gewonnen, das ist gut. Hier rücken sie vor. Die Niederlande schicken uns nochmal 5 Divisionen. Ja, wieso nicht? Schadet ja nicht. Bekommen sie irgendwie nie mit allem an. Was ich auch interessant finde. Egal, wir gehen mal kurz hier hoch. Die schließen sich nicht dieser blauen Armee an, sondern der grünen hier. Und wo ist die letzte? Die ist hier. Die ist bei den kolonialen Truppen. Dann möchte ich die eigentlich... Ja, wo schicken wir die denn hin? Ich glaube, ich werde tatsächlich mal versuchen, die hier hin zu versetzen. Vielleicht haben sie Glück, vielleicht kommen sie durch, wer weiß. Aber ich glaube, wir sollten hier mal schauen, ob wir nicht ein bisschen in die Offensive gehen können. Gegen Siam. Sieht gerade eher schlecht aus. Die Wiederbewaffnung der Royal Air Force. Ach ja, genau. Ich wollte die Air Force ausbauen. Dann würde ich sagen, was nehmen wir denn als erstes? Wir fangen mal mit dem Jägerkommando an. Das werden wir noch schön pushen. Da werden wir neue Flugzeuge bauen bis zum Gehtnichtmehr, wenn es soweit ist. Ansonsten, ja, gibt es gerade eigentlich nicht viel zu tun, außer zu warten, dass die Truppen ankommen. Wie sieht es hier aus? Da unten sind noch ein paar Deutsche. Die Frontlinie mal weg. Komplett. Und ihr nehmt bitte nur das, was zu Italien gehört. Und hier ziehe ich die Angriffslinie. Und das sollt ihr bitte auch tatsächlich erobern. Los. Bewegt euch. Beginnt. Meine Freunde, beginnt. Flotteninvasion. Okay. Netter Versuch. Dann macht mal schön weiter. Ansonsten östliche Nordsee, Seegefecht, das ist aber nichts wirklich Wichtiges. Zentrales Mittelmeer ist auch nicht wirklich wichtig gerade.
Wobei, doch, ist wichtig. Weil die auf dem Weg unterwegs sind. Okay, das wäre echt bitter, wenn die jetzt da reinfahren. Da habe ich nicht bedacht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen... Also, ich habe den Kanal vergessen. Ich bin davon ausgegangen, dass die dumm rumfahren. Aber das sollte kein Problem sein. Das sollten wir eigentlich locker gewinnen. Das haben wir verloren. Verloren. Ist gewonnen, aber das sind alles nur Zerstörer. Moment. Also meine Truppen haben keine Verluste erlitten. Wenn dann die hier. Also denen geht es soweit ganz gut. Werfen wir doch mal einen Blick nach hier hinten. Die sitzen immer noch in ihren zwei Provinzen und halten einfach die Stellung. Okay. Das machen sie auch gut soweit. Schlagen sich denn die Inder? Die halten einfach nur die Front. Da werde ich dann mit mindestens einer Armee mich dazustellen. Wahrscheinlich werde ich mich tatsächlich mit einem Großteil dazustellen und eventuell einen Teil noch hier rüber schicken, wobei die keinen Hafen mehr haben. Die sind schon isoliert, das ist ungünstig. Ich sollte mal wieder Flugzeuge losschicken, glaube ich. Haben die einen vernünftigen Flughafen? Naja, es geht. Also, wirklich, es geht, mehr nicht. Ja, dann haben wir auch nichts Vernünftiges. Wir sollten hier einen Flughafen bauen. In Nordborneo. So, das Ding hat jetzt Priorität. Ganz nach oben in der Liste. Ich meine, unsere Verteidigungsschlachten hier gewinnen wir ja alle. Da sieht es super aus. Die sind immer noch auf dem Weg. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass ich die... Und die hier jetzt ebenfalls alle nach Indien versetze einfach. Wobei, das wird, glaube ich, zu viel für Indien. Ich lasse die mal einen Zwischenstopp machen. Hier drüben. Und dann gucken wir mal weiter. Wie geht's der einen roten Armee hier unten? Denen geht's sehr gut. Die machen Fortschritt. Die haben es fast geschafft. Das Gebiet ist wieder in der Hand von Jugoslawien. Größtenteils. Es sind nur noch zwei Provinzen, die nicht in unserer Hand sind. Sieht gut aus. Damit wären die Feinde ausgeschaltet. Damit bleiben wirklich nur noch diese Provinzen. Gut, und die Kolonien, aber... Wobei, um die Kolonien kümmern sich die Franzosen jetzt? Ja? Ja? Ja, sehr schön. Um Afrika kümmern sich die Franzosen. Perfekt. Da muss ich mir darum nämlich keine Gedanken machen. Es ist entspannt. Widerstand in besetzten Gebieten. Stimmt, dafür könnte ich euch nutzen. Ich garnisoniere die dann in den Gebieten, dass sie einfach blockieren den Feind. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oh, und ich habe tatsächlich eine Armee versenkt, eine Truppe versenkt bekommen. Von den Flugzeugen. Uncool. Aber okay, das lässt sich verkraften. Die pushen hier immer weiter, die sind bald alle weg, leider. Hier verteidigen sie sich noch einigermaßen. Wenn auch nicht so effektiv, wie ich es gerne hätte. Die müssen sich zurückziehen. Haben die anderen auch schon gemacht. Okay. Oh, die versuchen es tatsächlich hier rauszukommen. Interessant. Und das sogar recht erfolgreich. Und wir haben eine neue Regierung. Okay. Also, beziehungsweise wir können die Regierung wieder ändern. Ist eigentlich alles ganz gut, so wie es gerade ist? Kriegswirtschaftler könnten wir vielleicht nehmen. Oder halt, okay, natürlich, militärisches Oberkommando wäre noch relevant. Stabschef der Luftwaffe eventuell. Wir nehmen die Moral für die Armee. Wir erhöhen die Moral der Armee. Ich glaube, das ist gerade die beste Idee tatsächlich. So, die Hügelparker hier müssen wir mal wieder losschicken. Die sind gleich da, das ist sehr gut. Die sind auch auf dem Weg. Die haben noch mehr verloren, verdammt nochmal. Okay, gut, die haben hier oben gewonnen. Dann möchte ich euch bitten, das gesamte Gebiet hier in Deutschland zu garnisonieren. Und unter Schutz zu stellen, quasi. Unter den Schutz der Krone und das schön zu blockieren. Also alle Revolten eventuell werden im Keim erstickt. Und ihr werdet jetzt der neue Deutschland... keine Ahnung, die neue Deutschland-Position. Und ihr werdet die Reserve erstmal. Die sind ja irgendwo in Afrika derzeit. Und die kommen dann halt dazu, wenn es soweit ist.
So, und jetzt bekomme ich gleich die Meldung, dass die hier nicht versorgt werden können. Geringer Nachschub, war ja fast zu erwarten. Ich sollte sie definitiv verteilen. Mit wem beginnen wir? Du bestehst hauptsächlich aus meinen Truppen. Bis auf ein paar. Du bestehst gar nicht aus meinen Truppen. Und du bestehst auch voll aus meinen Truppen. Dann werde ich, glaube ich, tatsächlich die hier an die Front schicken erstmal. Ja, ich verheize lieber die Truppen von anderen als meine eigenen. Wie steht da die, wie sieht da die Versorgungslage aus? Es geht. Sollte in Ordnung sein, soweit. Die würde ich dann ein Stück weiter im Süden zurückhalten. Und meine Panzer schicke ich aber auch mal mit nach vorne. So. Achso. Ja. Ich sollte dabei eventuell auch die komplette Armee dahinsetzen. Komplette Division, bitte. Das gleiche gilt für Blau. Ich sollte nicht nur einen Teil von dem Ganzen auswählen. So. Jetzt bewegen sich nämlich alle. Oder auch nicht. Warum steht ihr noch rum? Habt ihr Angst vor zu geringem Nachschub oder was? Ganze Division bitte auswählen und die ganze Division hier hinsetzen. So, jetzt. Diesmal hat es funktioniert. Ich weiß nicht genau, was ich falsch gemacht habe, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Jetzt sollte das kein Problem mehr sein. Sammeln wir uns mal an der Front und organisieren uns erstmal wieder ein bisschen. Die halten ja immer noch erfolgreich die Stellung. Die müssen einfach nur stehen bleiben und sich verteidigen. Das geht gut. Das ist schön. Wir machen zumindest keine Verluste gerade. Eher im Gegenteil. Oh, wie viele Tote? 2,6 Millionen Tote bei den Deutschen. 1 Million Tote bei den Italienern. Und immerhin schon 350.000 bei den Japanern. Da sind die Franzosen mit ihren knapp 600.000 ja noch gut dran. Also es ist echt hart teilweise. Ich glaube, ich schicke die Panzer tatsächlich gleich mit nach hier vorne. Und gucke, ob ich mich gleich nützlich machen kann mit denen. Ich sollte diese ganzen Flottenschlachten mal bei Gelegenheit wegmachen. Warum verlieren meine Zerstörer eigentlich, also meine Riesenflotte, warum verliert die gegen U-Boote? Die sollten die eigentlich versenken. Es sind U-Boote. Die sollten mir unterlegen sein, eigentlich. Vor allem, weil ich halt so viele Zerstörer da drin habe. Und woher kommen überhaupt die italienischen Flugzeuge? Von Rhodos oder was? Tatsache. Sieht so aus zumindest. Hier habe ich auch noch Truppen stehen, sehe ich gerade. Nun gut, viel Sinnvolles kann ich mit den Truppen erstmal nicht anfangen. Unsere Armee hier unterbindet mittlerweile den Widerstand oder versucht es zumindest. Der sollte jetzt eigentlich runtergehen. Demnächst. Na, der geht weiter hoch tatsächlich. Zumindest teilweise. Da ist 25%, hier geht er runter. 64,8. Da geht er leider nicht runter. Also es reicht nicht aus, so wie es aussieht. Aber zumindest in einem Teil wird der Widerstand runtergehen. Er geht zumindest nicht weiter hoch, von daher geht's. Unsere Truppen stehen mittlerweile alle hier an der Front, also fast alle. Wo beginnt denn dieses Gebiet? Ach, das geht tatsächlich bis hier oben hin. Also ich kann mich tatsächlich mit an die Front stellen quasi mit denen. Ohne denen allzu sehr zur Last zu fallen. Und das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal versuchen, mit meinen Panzern ein Stück vorzurücken. Und eventuell sogar einen Kessel zu bilden. Einfach mal so da einen Kessel reinhauen. So. Das ist Ebene. Kommt schon, wünscht mir Glück. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil die viel zu viele Truppen hier haben, aber wer weiß, vielleicht habe ich Glück. Wir rennen mal von der anderen Seite mit drauf. Wenn das klappt, hätten wir eine große Feindtruppe eingeschlossen, die wir dann vernichten können. Kommt schon, das wäre jetzt natürlich Bombe, wenn das klappt. Ja, wir machen Fortschritt, es fliehen auch immer mehr. Ja, das klappt, das wird funktionieren. Oh, jawohl. Oh, jawohl, wir haben den Kessel gebildet, Leute. Geilo! Allerdings haben wir hier oben jetzt gerade einen geringen Nachschub. Das wird sich hoffentlich gleich wieder ändern. Aber es sind auf jeden Fall eine Menge Truppen, die wir ausschalten können. Die wir einfach überrennen können jetzt. So, fangen wir einfach mal hier an.
Wir rücken jetzt schön langsam und kontrolliert vor. Wir sind in der Vorteilsposition. Wir sind dadurch, dass wir nicht dauerhaft im Krieg sind, dass wir halt nicht direkt vom Krieg betroffen sind. Wir haben die stärkere Wirtschaft. Den Japanern fehlt es an Ressourcen wahrscheinlich. Dementsprechend mache ich mir da gerade keine Sorgen drum, dass es uns hier besser geht. Und euch sollte ich zumindest nicht auf aggressiv stellen. Ihr solltet einfach mal so dastehen, glaube ich. Südafrika, nein. Ich habe gerade genug Truppen. Ihr sollt doch, ihr könnt ruhig selbst mal kämpfen, wenn ihr mich fragt. Das war doch mal schön. Das war erfolgreich. Das waren eine ganze Menge Divisionen, vor allem die wir damit gerade ausgeschaltet haben. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich mal weiter und versuchen wir die nächsten zu isolieren. Für sowas sind Panzer halt wirklich gut. Vor allem, wenn man einen Trupp hat, der stark genug ist, um da auch einfach durchzugehen wie Butter. Und man sich keine Sorgen drum machen muss, dass die groß Widerstand leisten. Kommt schon. Das Jägerkommando, okay. Jäger werden schneller produziert, das ist schön. Und da gibt es den Bonus für die Düsentechnologie. Da sind wir noch weiter weg von... Aber hey, sehr schön. Die Amis sind tatsächlich langsam auf dem Weg. Wir können die Tizard-Mission endlich mal machen. Ich weiß noch nicht, was genau das für uns bringt. Ich bin echt gespannt, aber im Nachhinein bringt es uns in Richtung der Atomtechnologie. Und gibt uns da Fortschritte. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll. Die verteidigen sich da gerade zu gut für meinen Geschmack. Und Xian King ist der Kommentaren beigetreten. Okay. Lassen wir sie mal weiter marschieren. Oh, wir haben die Fallschirmjäger. Sehr schön. Erforschen wir gleich die nächsten, denn die möchte ich aber auch gleich produzieren. Infanterie wird gerade noch ausgehoben. Ich erinnere mich, das sollte, glaube ich, eine komplette Division werden. Fallschirmjäger werde ich hier mal verstärken. Da sollen ruhig gleich ein paar mehr drin sein. Aufklärung gebe ich ihnen mit, aber das... Ah, Pioniere gebe ich ihnen auch noch mit. So. Und zwar... Erstmal 10 geht nicht, dann würde ich sagen, ja, dann machen wir doch die 8. Dann machen wir doch die 8. Die kann ich leider nicht hier unten spawnen lassen, in Anführungszeichen. Also wir müssen die quasi in der Heimat bauen, produzieren, was auch immer. Was ich halt immer ein bisschen blöd finde, dass man die hier ausbilden muss. Dass das überhaupt nicht geht in Übersee. Aber okay. Die sind noch auf dem Weg. Probieren wir es mal nochmal. Nein, das wird nichts. Nicht auf dem Weg. Sollen sie weiter an die Front rücken? Es ist für sie der Nachteil. Weil sie uns damit die Möglichkeit geben, sie einzukesseln. Vor allem, weil die einfach weiter stupid in die Richtung laufen. Das ist schön. Wir gedulden uns. Wir haben Zeit. Hehehehe. Die laufen echt immer weiter dahin. Wie viele Truppen wollen die denn da hinstellen? Der Widerstand legt sich auch so langsam so ein bisschen zumindest. Also er legt sich nicht, aber er geht zumindest zurück einigermaßen. Und wenn diese 4 weg sind, greife ich an. Oder versuch's zumindest. Komm schon, wie lange brauchst du noch? Auch noch einen Tag. So, okay. Offensive. Wir versuchen einen neuen Kessel zu bilden. Und ich gehe mal davon aus, ja, die sind mittlerweile alle hier angekommen. Also kann ich sie tatsächlich ohne Bedenken hier hochschicken und mit in Indien kämpfen lassen. Zumindest mit der... Ach, das ist eine ganz normale Infanterie. Ich dachte irgendwie bis gerade eben, das wäre eine motorisierte Infanterie. Ich glaube, da habe ich gerade 2 Spielstände durcheinander gebracht. Aber gut, kann passieren. Kann passieren. Ist ja nicht... Ist ja kein Problem. Ich glaube, wir verwenden hier noch gar keine motorisierte Infanterie, oder? Nee. So viel dazu. Nochmal. Hopp, schicke ich den mit drauf. Der ist da effektiver tatsächlich. Ruhig ein bisschen mehr. Ruhig ein bisschen mehr. Wenn wir da durchkommen, sieht es sehr gut für uns aus. Die Sowjetunion hat Lettland den Krieg erklärt. Okay, jetzt wird's interessant. Sie greifen jetzt das polnische Bündnis an. Das könnte für uns natürlich sogar ganz gut sein.
Denn in dem Fall, dass Polen jetzt ausgeschaltet wird von denen, wären sie für uns erstmal irrelevant. Also dann wäre Polen quasi... Also die Sowjets sind jetzt mit den Polen unter anderem im Krieg und das heißt, wenn die es schaffen, die Polen zu besiegen, werden die auch aus den Verhandlungen rausgenommen, die wir gerade haben mit dem Deutschen Reich und Co. Denke ich zumindest mal. Das heißt, dann könnten wir mehr fordern. Wäre zumindest jetzt so meine Interpretation der Situation. So, rennt mal bitte mit da drauf. Ich will das Ding jetzt gewinnen. So, ihr rennt bitte alle da hoch. Und rennt gleich weiter in die Hügel. Ich fürchte, das werden wir nicht gewinnen. Schade. Aber zumindest sind wir auf der anderen Seite des Flusses und das ist schon mal ein Fortschritt. Vielleicht können wir hier einen kleineren Kessel bilden. Ich glaube, das können wir vergessen. Da sind eindeutig zu viele Truppen. Okay, jetzt muss ich mir gut überlegen. Dahin kommen wir jetzt natürlich genial. Müssen irgendwo durchbrechen. Na, die haben einfach sehr, sehr viele Truppen an der Grenze. Das ist halt das Problem. Da ist kein so leichtes Durchkommen. Wie ist hier die Versorgungslage in dem Bereich? Viel Platz ist da leider nicht. Das ist schade. Okay, die sind mittlerweile angekommen. Ich werde der Einfachheit halber mal die da mit reinsetzen. Und das Ganze begrenzen auf diese zwei Armeen. Die schicke ich mit da rein. Du kriegst auf jeden Fall eine andere Farbe, sonst komme ich durcheinander. Du kriegst jetzt rot. Und ihr zwei solltet euch einfach mal wohin stellen. Das ist jetzt die Frage. Gut, ich schicke erstmal die einen hier in das Gebiet. Die anderen bleiben da unten. Die nächsten U-Boote sind fertig. Das ist schön. Ich will jetzt eigentlich erstmal gerne gucken, was wir sonst noch so erforschen können. Eventuell die neuen Waffen bekommen wir in einem halben Jahr etwa. Hier macht es auch noch keinen großen Sinn zu forschen. Aber bei Flugzeugen macht es jetzt schon Sinn eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Okay, eigentlich nur bei Jägern gerade. Der Rest braucht noch zu lange. Aber die Luftdoktrin können wir zumindest weitermachen. Hier, das ist... Wir verbessern mal die Jäger weiter. Habe ich die schon in Auftrag gegeben eigentlich? Ja, habe ich. Sehr schön. Dann wird es jetzt Zeit für neue U-Boote. Die wir gar nicht produzieren. So viel dazu. Vergessen wir das. Wozu habe ich die erforscht? Wir könnten mal versuchen, hier anzugreifen. Die haben halt ordentlichen Verschleiß gerade, was ziemlich gut ist für uns eigentlich. Die werden da nicht ausreichend versorgt. Wisst ihr was? Wir versuchen es mal. Und es sieht sogar tatsächlich gut aus für uns. Wir können dann eventuell, wenn das funktioniert, können wir erst die weghauen und dann da hoch. Machen wir doch einfach mal so. Oh, das sieht sehr schön aus. Es dauert nur eine Weile. Und wir machen hier ebenfalls Fortschritt. Stimmt, ich habe hier kaum geforscht an den Doktrinen bisher. Da machen wir bei den Doktrinen jetzt erstmal weiter. Denn die sind tatsächlich sehr, sehr wichtig, finde ich. Und die, das dauert zu lange. Wir gewinnen zwar. Was? Warum haben die sich jetzt zurückgezogen? Egal, ich will mich nicht beschweren. Das ist gut für uns. 19 Stunden brauchen die. Wir brauchen es echt. Ja, wir können den Kessel bilden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leute, wir können hier den Kessel bilden. Auch wenn es Gebirge ist und die dafür eigentlich ungeeignet sind. Aber wir kriegen das dicht. Und damit werden die hier hinten alle Verschleiß erleiden. Was für uns sehr, 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 sehr gut ist. Schauen wir mal. Hier passen 35 Divisionen rein. Hier passen 36 Divisionen rein. Ich würde es jetzt tatsächlich gerne aufteilen. Dass ich die gleich nach unten verlege. Und die da hoch. Denn ihr wisst, was ich meine. Und wir haben hier tatsächlich noch mehr Leute verloren. Ah nein, das ist die Armee. Vergesst es. Vergesst es. Ich habe was durcheinander gebracht. Ich habe nichts gesagt. Aber wir haben die isoliert. Die werden nicht mehr versorgt. Zumindest kriegen sie keinen Nachschub mehr. Das ist sehr schön. Und... Was, welches Flugzeug ist das denn jetzt? Halifax? Ach, das ist der strategische Bomber. Genau, den brauchen wir nämlich für die Atombomben. Dann bleiben wir da doch mal dabei. Machen wir das doch einfach mal so.
löschen bei euch das Ding raus und schicken die alle darüber. Ich finde, das ist ein sinnvoller Plan. Du kannst mal versuchen, da die noch ein bisschen zu ärgern. Und das klappt gerade. Nicht, weil wir angegriffen werden. Na super. Die versuchen es jetzt natürlich mit einem Ausfall. Was irgendwie zu erwarten war. Ich meine, die sind in einer eindeutig bedrohten Lage. Also man kann es ihnen eigentlich nicht verdenken. Wir gehen trotzdem mal ein bisschen in die Offensive tatsächlich an der Stelle. Und versuchen selber mal ein bisschen Fortschritt zu machen. Auch wenn wir hier in den Hügeln stehen, was natürlich nicht ideales Territorium ist für uns. In dem Fall ist es gut. Wir gehen mit hier runter. Und helfen dem mal bei der Verteidigung. Also die machen Fortschritte, ja, aber sie kommen dabei nicht wirklich weit. Und tatsächlich reicht die Versorgung hier immer noch aus, was mich ein bisschen irritiert fast schon. Obwohl ich die da auch noch stehen habe. Aber okay, beschweren werde ich mich darüber sicherlich nicht. Ich sehe nur, dass ich langsam mal wieder einen Cut setzen sollte. Aber ein bisschen können wir noch machen, würde ich sagen. Ein bisschen halten wir noch durch. Diesen Kessel will ich noch dicht machen. Und die komplett vernichten, die da im Weg stehen. Ich glaube, ich werde die Armee jetzt einfach mal hier in die Stadt stellen und dann... auf wen rennen wir drauf? Ich glaube, auf den rennen wir erstmal drauf. Mit allem gleichzeitig. So. So, einmal den kompletten Trupp bitte. Zwingen wir sie enger zusammen. Auch wenn wir jetzt hier gerade geringen Nachschub haben, das sollte bald wieder gehen. So. Wie gering ist denn der Nachschub hier? Der ist tatsächlich ordentlich gering. Okay, wisst ihr was? Ich werde an der Stelle mal versuchen, gleich meine Panzer abzuziehen. Beziehungsweise sie weiter vorantreiben. Und gucken, ob ich in ein neues Gebiet vordringen kann. Wobei, das wäre hier oben. Da versuchen wir einfach mehr Gebiet zu sichern erstmal. Hier bitte hin. Oh, die verteidigen sich gar nicht mal so schlecht im ersten Moment. Okay, wirklich nur im ersten Moment. Die brechen doch schon recht schnell. Oh, und ich habe damit neues Gebiet erobert. Ich brauche wieder Öl. USA, gib mir bitte Öl. Und wenn möglich, ohne dabei einen zusätzlichen Angriffskrieg zu führen. Und wir haben die Tizard-Mission abgeschlossen. Wir haben viele technologische Durchbrüche hervorgebracht, deren Potenzial wir selbst nicht voll ausschöpfen können, weil uns die Ressourcen und die industriellen Kapazitäten fehlen. Henry Tizard möchte gerne eine Delegation leiten, die ein Abkommen über den Austausch von Technologien mit den USA aushandeln soll. Macht das. Ich muss mit den Vereinigten Staaten in einem Bündnis sein, damit wir die nächste Tech machen können. Ich würde sagen, wir werden mal einen Moment warten. Okay. Die wollen immer noch nicht. Dann machen wir doch hier weiter. Bei den Flugzeugen. Einen Fortschritt machen wir. Wir drängen die immer weiter zurück. Das sieht sehr, sehr gut aus für uns. Und hier... Hopp, wir schicken sie einfach komplett weiter. Tizard erfolgreich. Sehr schön. Die US-Regierung hat unserem Vorschlag zugestimmt und einige ihrer Forschungsdaten mit unserer Delegation geteilt. Verbessert die Beziehung und gibt uns einen Forschungsbonus auf Jäger und zweimal auf Radar. Reicht leider noch nicht aus, um ein Bündnis zu schließen. Das ist schade. Und der Kampf hier macht wenig Sinn tatsächlich, weil es über den Fluss ist. Sollen sie doch uns angreifen, genau. Ich werde eher mal versuchen, hier anzugreifen. Du greifst mit an. Du kannst meine Panzer ein bisschen verstärken. Außerdem kann ich wieder die Regierung ändern. So langsam müssen wir, so langsam sollten wir eventuell auf Flugzeuge setzen, aber ich denke, gerade im Moment ist die Verschleißrate sehr, sehr sinnvoll hier. Dementsprechend nehme ich die einfach mal. Und, ach, du rennst jetzt hier hoch, bitte. Und darfst dann von da aus in die Offensive gehen. Bitte zuerst die Hügel und dann die anderen. Und das hier macht keinen Sinn, der Angriff. Die Panzer sind immer noch die schnelle Eingreiftruppe. Draufrennen, stupide, bringt normalerweise nicht allzu viel. Aber okay, wir können sie weiter zurückdrängen. Auch wenn es gerade so aussieht, als würde ich den Kessel jetzt noch nicht dicht machen können. Versuchen wir es zumindest mal. Werde ich wahrscheinlich gleich erstmal was anderes machen. Schon mal gucken. Oh, das sieht so aus, als könnten sie da Erfolg haben. Das ist nicht gut. Stelle ich meine Panzer doch mal wieder hier hin.
Eventuell. Und ihr sollt erstmal einfach nur da hoch. Und euch da hinstellen und dann angreifen. Dann, wenn ihr euch gesammelt habt mit allen Mann. Komm schon, wo bleibt der Rest? Sind bald da. Oh! Die haben sich zurückgezogen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich werde mich sicherlich nicht darüber beschweren. Allerdings werde ich damit allem, was ich habe, jetzt da drauf rennen. Und gucken, ob die eventuell doch noch ein bisschen nützlich sein können hier in dem Bereich. Und jetzt werden erstmal, lass mich rechnen, 44 Divisionen auf einmal ausgelöscht. 44 japanische Divisionen auf einen Streich. Hehehehe. Moment, wie viele Tote haben wir gerade bei denen? 550. Ich brauche Stahl. Ja, wobei, Stahl nehme ich immer noch bei den Franzosen. Die haben immer noch den deutschen Stahl gerade. Also, etwa 550 Tote. Gucken wir mal, wie viele es nach dieser Schlacht sein werden, weil die will ich jetzt noch schlagen. Ich will das Ergebnis davon sehen. Einfach aus Prinzip. Ich will wissen, wie viele 1000 Mann da gestorben sind. Gut, erstmal machen wir die Schlacht weiter. Wir machen das jetzt schnell zu Ende und dann gibt es einen Cut. Und... so. Wir haben gerade in der Zeit, in der diese Schlacht getobt hat, das war natürlich nicht nur diese Schlacht, aber hauptsächlich, wir haben damit gerade über 200.000 Mann in einer Schlacht getötet. Heilige Scheiße. Das war ein Erfolg. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir drängen die Japaner auf ganzer Linie zurück. Wenn sie irgendwann nur noch ihr Festland haben, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das hier zu überrennen sollte kein Problem sein. Ich mache mir nur Sorgen, dass die Sowjets eventuell bald gefährlich werden könnten. Immerhin überrennen sie gerade hier die Polen. Also, noch überrennen sie nicht, aber sie kämpfen zumindest mit ihnen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.